Ja, genau. Ich würde sagen, wir setzen uns gleich hin. Susanne Neumann, Sigmar Gabriel, Sie haben sich ja schon vorgestellt. Ich bin Dana Brink. Nur noch ein paar Worte. Ich führe Sie ein bisschen durch den Ablauf. Sigmar Gabriel hat ja schon die Gäste heute vorgestellt. Gleich haben wir eine Runde mit den beiden Professoren, Ökonomen, wo wir mal fragen, wie gerecht finden Sie eigentlich diese Gesellschaft, in der wir leben? Wir wollen dann gleich einsteigen in eine Diskussion dazu. Und nach einer Mittagspause machen wir das Gleiche weiter mit den beiden anderen Soziologen, Professoren. Aber vielleicht gleich am Anfang die Frage, Sie haben schon vorgestellt, Susanne Neumann, neu eingetreten in die SPD. Warum? Genau, das Mikrofon für Sie. Oh, das ist eine gute Frage, die habe ich mir erst selber gestellt. Also, die SPD sinkt ja immer weiter ab. Es ist ja nicht mehr so die Partei, wo wir als Arbeitnehmer, und ich spreche jetzt wirklich vom Niedriglohnsektor, einfach zur Wahlurne geht, weil wir unter die Folgen von Schröder einfach leiden. So, jetzt sind wir aber so weit abgerutscht, dass man sich dann die Frage stellt, muss ich mich einfach einbringen, dass sich das ändert? Wenn die SPD weg ist, haben wir ja überhaupt nichts mehr. Und da muss man halt... Was können wir darüber bringen, deine Küche? Damit man sie auch hört. Ich finde das mal ein nachvollziehbares Argument. Ja. Also ich denke mal, die kleinen Leute, die kleinen Arbeiter müssen mehr vertreten werden. Und ich sage euch mal auch, einfach mal Tacheles reden. Na, Antwort und Rede stellen, sich in den Gremien vielleicht einbringen. Und diese Agenda 2010 mittlerweile umkehren. Es geht einfach nicht in unserem Land so weiter. Da müssten Sie sich doch mehr davon wünschen. Ja, klar. Ich meine, diejenigen, die mit mir sich ständig rumstreiten müssen, wissen, dass ich die SPD in Teilen für zu akademisiert halte. Das ist ein Teil unseres Erfolges. Ich lebe auch nicht mehr in dem Stadtteil, in dem ich mal aufgewachsen bin. Und lebe auch in einem anderen, besser gestellten Stadtteil. Und ich sehe, dass wir früher die Betriebsräte bei uns hatten im Kommunalparlament und im Landtag und der Chef der Feuerwehr, der Chef des Sportvereins. Heute haben wir einen pensionierten Betriebsrat, den Vorsitzenden der Altersabteilung der Feuerwehr und den Ehrenpräsidenten des Sportvereins. Und die aktive Berufsgeneration außerhalb von Akademikern haben wir viel zu wenig. Wie man das ändern kann, weiß ich nicht, aber vielleicht kannst du uns darauf Hinweise geben. Also wir im Niedriglohnsektor sind ja viel am Arbeiten. Jetzt bin ich ja bekannterweise aus der Gebäudereinigung. So, wir haben Arbeitszeiten früh morgens, wenn die meisten noch schlafen. Und wir haben Arbeitszeiten spät abends, wo die meisten Feierabend haben. Aber wir gehen dann reinigen. Und wenn ihr so eure Treffen habt und, wir sind davon einfach ausgeschlossen. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist diese innerliche Unbefriedigkeit. Ihr habt das Befristungsgesetz geändert. In meiner Branche wird nur noch befristet. Die Menschen haben einfach keine Chance mehr. Die Mädels und die Jungs werden für 6 Monate befristet. Wenn sie in der Zeit einen Krankenschein haben oder wenn es rauskommt, die sind IG Bau-Mitglied oder die fordern ihre Überstunden ein, die sie tatsächlich tun, dann wird der Arbeitsvertrag nicht verlängert. So, das geht auch lauter. Junge Menschen, die den Staat in den Beruf finden, womit fangen die an? Mit befristeten Arbeitsverträgen. Wer einen befristeten Arbeitsvertrag kriegt, kriegt keinen Mietvertrag. Der kriegt auch nicht einen kleinen Kredit, um seine Wohnung auszugestalten. Wir werden mit diesen Sachen so gegängelt, dass ein unheimlicher Fluss und Ärger. Warum soll ich eine Partei wählen, die mir das eingebrockt hat und mir keine Antworten gibt? Der
sozialdemokratische Kandidat im Wahlkampf würde jetzt antworten, das haben wir doch eingesehen. Wir haben sogar beschlossen, dass wir die sachgrundlose Befristung wieder abschaffen wollen. Aber das war mit dieser Regierung der Union nicht machbar. Normalerweise wollen die Leute solche Antworten nicht hören. Wie würdest du reagieren? Wir spielen es mal durch. Ich antworte so, wir wollten das ja wieder ändern, wir haben das falsch gemacht, aber die Schwatten machen das nicht mit. Warum bleibt er dann bei den Schwatten? Die jetzt frenetisch klatschen, die vergessen, dass wenn wir es nicht gemacht hätten, es keinen Mindestlohn gäbe, es keine Rente nach 45 Versicherungsjahren gäbe. Es könnte sein, dass die Mehrzahl im Saal klatscht, weil sie alle mehr verdienen als den Mindestlohn, weil sie keine Sorgen haben mit der Rente. Und es könnte auch sein, dass viele klatschen, weil sie sich nicht vorstellen können, was es heißt, als Gebäudereinigerin bis 65 oder 67 arbeiten zu müssen. Auch das haben wir abgeschafft. Also, wie antwortest du dem, der dir jetzt sagt, ja, aber dann wäre vieles andere, was wir ja auch sicher aus deiner Sicht damals in der Agenda falsch gemacht haben und was wir jetzt korrigieren, wenn wir rausgehen aus der Koalition, dann machen wir ja auch alles das nicht. Wieso wird es dann denn eigentlich besser? Aber dann wäre das Vertrauen einfach bei den Wählern größer. Aus dem einfachen Grund, ihr schlagt was vor, ihr kriegt es nicht durch. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, ihr zieht euch zurück, ihr schimpft auf die CDU, wir kriegen es nicht durch. So, aber das beantwortet doch meine Frage nicht. Ihr habt es versucht, ihr habt auch keine Konsequenzen gezogen. Leiharbeit. So, ein Zwei-Klassensystem von Menschen. Da stehen zwei Leute am Band, der eine hat 30 Euro die Stunde, der andere hat einen wesentlich geringeren Wert. Die haben scheiß Verträge, die müssen immer parat sein. Es ist nicht mehr die Auftragsspitzen. So, es geht einfach so, man hat ein Zwei-Klassensystem geschafft. Werksverträge, Betriebsräte haben überhaupt kaum noch Einfluss. Man schwächt uns. Besonders Betriebsräte in der Gebäudereinigung, die mit Befristungen arbeiten müssen. Es ist doch so, was sollen wir denn machen? Wir haben doch kein Mitbestimmungsrecht mehr in der Form. Das sind alles Sachen, wo einfach bei uns am Stammtisch oder ich sag mal in unseren Diskussionen zu Hause, ihr habt uns runtergefahren. Jetzt sagst du Rente mit 63. Nee, lass uns mal bei Leiharbeit bleiben erst. Ich soll raus aus der Koalition, sagst du, weg von den Schwarzen. Das heißt aber, dass das Gesetz, das wir jetzt in diesem Monat verabschieden wollen, zur Begrenzung von Leih- und Zeitarbeit, zur Einführung von Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten von Betriebsräten, das dann nicht kommt. Das heißt, dass das alles so bleibt, was du eben zu Recht kritisiert hast. Denn wenn wir rausgehen aus der Koalition, wird die CDU garantiert nicht Leih- und Zeitarbeit und Werkverträge freiwillig alleine regeln, sondern das macht sie nur, weil wir sie dazu zwingen. Was soll ich jetzt machen? Rausgehen und alles so beschissen lassen? In der Hoffnung, wenn es ordentlich schlecht ist, wählen Sie hinterher SPD? Also, wenn eine Reinigungskraft dir das sagen könnte, wie du das hinkriegst, ich würde es tun. Ich würde es wirklich tun. Das ist nicht fair. Wie Nein. hast du gerade gesagt, ja. Du hast mich eingeladen. Ja. Susanne, trotzdem ist die SPD nicht groß und kräftig und durchsetzungsfähig dadurch geworden, dass es da oben ein paar Akademiker gegeben hat, die wussten, wie es geht. Sondern sie hat es nur geschafft, indem Reinigungskräfte, einfache Arbeiter, Facharbeiter, Angestellte, kleine Beamte gemeinschaftlich über die Frage geredet haben, wie schaffen wir eine bessere Zukunft. Also so ganz kann ich dich nicht entkommen lassen aus der Mitverantwortung. Ich wollte eigentlich nur sagen... Dann mache ich jetzt mal wie ein Politiker und wechsle das Thema, ne? Darf ich ganz kurz dazwischen sagen? Ich möchte Sie gar nicht unterbrechen, aber ich muss was ganz Dringendes, weil die Diskussion ja jetzt schon im Gange ist. Sie alle haben ja hier auf Ihren Sitzen wahrscheinlich die Karte gefunden. Wahrscheinlich stehen Sie mal auf, im Zweifelsfall sitzen Sie drauf. Ist mir nämlich auch so gegangen. Diese Karten, da können Sie gerne Ihre Meinung loswerden, weil Sie beiden diskutieren, aber
ist es natürlich ein großes Interesse, auch dass Sie mit denjenigen hier auf dem Podium diskutieren. Also seien Sie so nett, füllen Sie das aus, schreiben eine Frage drauf. Am Rande stehen nette Kollegen und die sammeln das ein und das werden wir dann sofort in die Runde auch einbringen. Bitte, Sie wollen das Thema wechseln, Frau Neumann. Ja, es heißt ja angesprochen, Rente mit 67. Ne? So, meine Jungs am Bau, die Krankenschwester im Krankenhaus, die Kassiererin, was weiß ich, alle, die schwer körperlich arbeiten, schaffen das nicht, bis zum Ende zu arbeiten. Ich bin mittlerweile durch meine Krebserkrankung auch so weit, dass ich wahrscheinlich meine Rente einreichen muss, weil ich es einfach nicht schaffe, wieder 7 Stunden puckeln zu gehen. Gebäudereinigung ist ein schwerer körperliche Arbeit, ein schwerer Job. So, jetzt habe ich mir natürlich die Berechnung schicken lassen, was die mir alles abziehen. Das heißt, für 38 Jahre Steuerklasse 5, ich habe leider meine Abrechnung vergessen, die hätte ich gerne hier präsentiert, bekomme ich, aber auch nur, weil mir aus meiner ersten Ehe Rentenanwaltschaften übertragen worden ist, 725 Euro. So, hätte ich jetzt nicht meinen tollen, lieben Ehemann, müsste ich eine Aufstockung beantragen. So, dann gehe ich zum Arbeitsamt oder Versicherungsamt und dann mache ich mich nackelig. Das heißt, die haben das Recht, was hast du am Sparbuch, wie groß ist deine Wohnung und, und. Also im Grundbuch steht, die Ehre des Menschen ist nicht antastbar. So, aber was hat ein Mensch, der einen Lebtag mal lucht? Ich habe nicht einen Pfennig vom Papa Staat bekommen. Ein Lebtag mal lucht, der kommt durch Krankheit in so einer Situation und wird nicht aufgefangen. Erstens, das ist der Grund, warum wir für Arbeiter und Angestellte die Rente mit 67 wieder abgeschafft haben. Die gibt es nicht mehr. Denn nach 45 Versicherungsjahren. Nee, nach 45 kannst du ab 63 aufwachsend bis 65 abschlagsfrei in Rente gehen. Das ist die Wiederherstellung des alten Rentenrechts. Denn so war es vor dem Beschluss der Rente mit 67, dass du mit 65 und manchmal mit 63 gehen konntest. Das gilt für Akademiker nicht, weil sie auf die 45 Jahre nicht kommen. Und es gilt nicht für die, die sozusagen aus beruflichen Krankheitsgründen oder persönlichen Gründen berufs- oder erwerbsunfähig werden. Deswegen haben wir die Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente ebenfalls gestärkt. Das heißt, bei der Rente, finde ich, ist es nun gerade so, dass die SPD unter Beweis gestellt hat, dass sie etwas, was ja in Wahrheit jeder wusste, nämlich dass viele Menschen gar nicht bis 67 arbeiten können, meistens nicht mal bis 65, sondern dass die Rente mit 67 für die meisten nichts anderes war als eine Rentenkürzung. Das hat die meisten ja genervt, dass wir noch versucht haben, ihnen weiszumachen, sie könnten bis 67 arbeiten. Mich hat meine Krankenschwester auf einer Debatte gefragt, wollen Sie ernsthaft von mir im Krankenhaus mit 67 gehoben werden? Und da war ich noch 5 Kilo schwerer. Also meine Mutter ist Krankenschwester gewesen, meine Schwester arbeitet im Krankenhaus. Das sind Berufe, bei denen das undenkbar ist, nicht nur bei in Gebäudereinigung. Nur, was wir nicht ändern können, ist, dass du eine bestimmte Anzahl von Jahren gearbeitet haben musst, um sozusagen abschlagsfrei in Rente gehen zu können. Was wir ändern können, sind die Bedingungen für Erwerbs- und Berufsunfähigkeit. Aber wir können sozusagen nicht prinzipiell sagen, wie manche das fordern, nach 40 Jahren muss die volle Rente kommen. Das wäre auch gelogen, das der Öffentlichkeit zu sagen, sondern was wir getan haben, ist für Arbeiter und Angestellte die Rente mit 67 wieder abzuschaffen. Und übrigens, was wir tun werden, ist den Irrsinn verhindern, deswegen bleiben wir auch in der Koalition, den die Union will, nämlich die Rente mit 70. Mhm. Auch noch mal ein Argument, nur so zum Hinterhergeschieben, warum der. So, und jetzt habe ich die undankbare Aufgabe. Ich weiß, Sie beide werden mich hassen. Aber das letzte Wort haben natürlich Sie, Frau Neumann. Deinen Ausführungen habe ich ja gut zugehört. Aber wie kann es sein, dass jeder Zweite, der hier lebt, Rente bezieht, wo er dann Grundsicherung beantragen muss? Also die Antwort lautet, dass derzeit 3% in Deutschland Grundsicherung beantragen. Ich kenne aber mehr.
Wollen wir das mitnehmen in die Diskussion? Was stimmt ist? Das ist doch eine gute Idee. Na, was stimmt ist, dass die Zahl wachsen wird, wenn wir nichts machen? Denn jetzt kommen ja die ins Rentenalter, die zum Beispiel in Ostdeutschland über viele Jahre arbeitslos gewesen sind oder im Niedriglohnsektor gearbeitet haben. Deswegen wird der Anteil derjenigen, die Grundsicherung beantragen, in den nächsten Jahren steigen. Das, wenn wir nichts tun. Genau, und da wir was zu tun ist... Ich bringe dir mal meinen Rentenbescheid mit. Das ist doch eine Idee, oder? Nehmen Sie sie beim Wort. Ja. Herzlichen Dank, Frau Dollmann. Vielen Dank. Applaus